Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Ich möchte mal wieder ein paar Leaks mit euch durchgehen, die ich durchforstet habe. Möchte natürlich auch vorher wieder betonen, dass Leaks mit Vorsicht zu genießen sind und nicht unbedingt so kommen müssen, wie ich euch das jetzt erzähle. Aber in der Vergangenheit wurde das ein oder andere dann tatsächlich so auch ins Spiel gebracht. Um was geht's inhaltlich? Kurz erwähnt, es soll bald eine neue Rüstungsart geben. Also eine fünfte Rüstung im gesamten Spiel, die ein paar interessante Fähigkeiten hat oder eine interessante Eigenschaft mit sich bringt, sage ich jetzt einfach mal. Dann habe ich bewegte Bilder von der Drohne von Krypto, die sehr, sehr geil aussieht. Und ich habe zwei Skins von den Boxsets, von denen ich schon mal gesprochen habe. Und es soll wohl im Oktober mit der neuen Season einen Modus geben, der sich Shadow Squad Modus nennt. Da gibt es aber leider noch keine Inhalte von. So, ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt ohne Intro mal an. Ich lege direkt mal mit dem Interessantesten los, und zwar das Evolving Body Shield nennt sich das in den Quellcodes. Zu Deutsch ein Body Shield oder ein Körperschild, was sich weiterentwickelt. Wenn ihr dieses findet, könnt ihr das weiterentwickeln. Mit Kills steht da. Wie viele Kills man für einzelne Stufen machen muss, steht nicht fest. 4 Stufen hat das Schild. Wenn ihr das am Anfang aufsammelt, habt ihr quasi einen Schutz von 50. Quasi so stark wie das weiße Standardschild. Wenn das die nächste Stufe erreicht, dann habt ihr Schutz von der blauen Stufe, also 75, und die dritte Stufe hat einen Schutz von 100 Schildpunkten oder Lebenspunkten, je nachdem wie ihr das nennen wollt, sozusagen wie das lila oder das goldene Schild. Und wenn ihr die Maximalstufe von diesem Schild erreicht habt, habt ihr einen Schutz von 125, also hat man dann zum Schluss insgesamt 225 Lebenspunkte zur Verfügung für das Schild, quasi einen fünften Balken mehr. Finde ich sehr, sehr interessant. Es steht da, wie gesagt, es wird durch Kills gestärkt. Wie viele Kills man machen muss, steht nicht fest. Ich könnte mir vorstellen, dass man pro Kill eine Stufe kriegt. Ja, es gibt ja viele, die schaffen vielleicht gerade mal so 3, 4, 5 Kills pro Runde, wenn überhaupt. Finde ich sehr, sehr interessant. Was auch noch sehr, sehr interessant zu wissen wäre, wenn das Schild denn tatsächlich so kommt. Was passiert, wenn ich die Maximalstufe von diesem Schild erreicht habe? Ich gehe drauf und entweder einer meiner Teammates oder ein Gegner nimmt dieses Schild auf. Ist es dann immer noch maximal gelevelt oder müsste man es theoretisch wieder von vorne leveln? Würde mich echt mal interessieren, was ihr davon haltet und was ich jetzt von euch gerne mal im Kommentar lesen wollen würde. Wie würdet ihr euch entscheiden? Ihr findet das Evolving Body Shield oder eine lila Weste? Und wenn ihr wisst, lila Weste, ihr habt sofort 100 Lebenspunkte mehr, oder dieses andere, also das fünfte Body Shield, nenne ich das jetzt einfach mal, wo ihr erst Kills machen müsst, damit es stark wird. Und ihr dann maximal 225 statt 200 Lebenspunkte habt. Wie würdet ihr euch entscheiden? Nehmt ihr das sich verändernde Körperschild Stufe 5 oder das lila Bodyschild oder das goldene? Würde mich sehr, sehr interessieren. Muss man wirklich überlegen, wie gut man vielleicht in dem Spiel ist. Kommen wir zum nächsten. Und zwar möchte ich euch jetzt mal die Drohne von Krypto einblenden. Mit bewegten Bildern. Achtung, wir legen los. Habe ich von einem Dataminer von der Twitter-Seite mir mal runtergezogen. Ich mache das nochmal weg und schalte das einfach nochmal ein. Und es in den Quellcodes steht, dass es eine Sounddatei gibt über diese Drohne. Und es soll wohl so sein, dass man diese Drohne jetzt im Laufe der nächsten Wochen schon im Kings Canyon irgendwo versteckt finden könnte. Ihr erinnert euch vielleicht kurz vor Start von Season 2, bevor die ganze Map zerstört wurde von Krypto mit seinem Laptop und dem Repulsorturm, konnte man diesen besagten Laptop, mit dem der den Repulsorturm gehackt hat, in der Nähe vom Repulsorturm finden. Der lag da auf so einer Anhöhe, einfach so da, man konnte nichts machen, man konnte einfach nur drauf gucken, hat den Repulsorturm auf dem Display gesehen, und so wird wohl davon ausgegangen, dass man jetzt eventuell kurz vor Season 3 Start die Drohne irgendwo findet. Meine Vermutung, vielleicht in dem Labor irgendwo in der Nähe oder in dem Labor, vielleicht in diesem versteckten Raum, wo man auch die Sprachmemo von Wraith findet, könnte ich mir zumindest vorstellen. Habt ihr vielleicht irgendeine Idee, wo man diese Drohne vielleicht sonst finden könnte? Vielleicht sogar an derselben Stelle, wo der Laptop lag? Könnt ihr auch mal in den Kommentaren schreiben, würde mich sehr, sehr interessieren. Ich blende das hier gerne nochmal ein. Ich finde, die Drohne sieht absolut mega witzig aus. Leider habe ich kein besseres Bild davon, aber das ist auch das Einzige, was sich in Bewegung zeigt. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gelungen. So, das sollte dazu reichen. So, ihr erinnert euch eventuell an die Box-Sets, die
demnächst zu kaufen gibt. Richtig, im Handel, Mediamarkt, Amazon, hast du nicht gesehen. Gibt es zwei Editionen bis jetzt, die gezeigt wurden. Einmal von Bloodhound und einmal von Lifeline. Und ich blende euch jetzt mal beide Skins ein, die wohl dann exklusiv nur erhältlich sind, wahrscheinlich über Download-Code in diesem Boxset. Ihr könnt die quasi nicht erspielen, sondern nur über diesen Boxset kaufen. So, wo haben wir es? Achso, ich zeige euch erstmal die Images, die im Spiel gefunden wurden. Moment, da haben wir einmal Bloodhound und einmal Lifeline. Das sind die Images jeweils dazu. Und davon abzuleiten, kann man sich schon vorstellen, wie die beiden Skins aussehen. Sorry, falls ich das jetzt ja alles ein bisschen zusammenstottere. Zack, zack, machen wir das mal wieder weg und ich zeige euch jetzt als erstes mal den Lifeline-Skin. Der sieht richtig, richtig geil aus. Es steht halt noch nicht fest, was so ein Boxset kostet. Wann sie rauskommen, steht halt auch noch nicht so wirklich fest. Aber ich finde, mit den Skins geben sie sich immer wieder absolut mega Mühe. Und jetzt zeige ich euch mal noch den Bloodhound-Skin. Der Skin sieht auch ultra, ultra geil aus. Also für mich der schönste Skin von Bloodhound bis jetzt, wenn er dann erstmal im Spiel ist. Was heißt im Spiel, wenn man sich dann halt so ein Boxset kauft. So, und dann gibt es noch eine letzte Information von mir. In den Quellcodes wurde schon der Name des nächsten Events gesagt. Und zwar heißt das Shadow Squad Modus. Ich gehe mal davon aus, dass es irgendwas mit dem Halloween-Event zu tun haben soll. Was da inhaltlich aber passieren soll, steht leider nirgendwo geschrieben. Das soll es inhaltlich über die Leaks schon gewesen sein. Ich hoffe sehr, dass ihr ein paar Kommentare da lasst. Gerade was das Schild oder die Skins betrifft, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen, beziehungsweise auch die Drohne. Lasst gerne einen Daumen für dieses Video da und ein Abo, wenn ihr neu seid, um keines meiner Videos zu verpassen, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und für alle, die heute noch zeitnah das Video schauen zum Donnerstag, gegen 16 Uhr gibt es den nächsten Livestream von mir über das Event. Das war's von mir. Einen schönen Donnerstag. Haut rein. Ciao.